Die mörderische Gewalt im militanten Rechtsextremismus war vorhersehbar, ist ja auch vorhergesehen worden, allerdings weniger durch die Wissenschaft und bedauerlicherweise auch weniger durch die Behörden, die da zuständig gewesen wären. Es gibt einen spezifischen Wahrnehmungsfilter, der nimmt zunächst einmal rechtsextreme Gewalt als spontan, unorganisiert und dumpf wahr, was ja auch oft zutrifft, was aber eben nicht durchgängig zutrifft. Zweitens, es gäbe keinen rechtsextremen Terrorismus. Hierfür haben wir ja deutliche Gegenbeispiele, sind in den letzten Monaten ja immer wieder diskutiert worden und aufgewärmt worden. Das hätte man allerdings mit einbeziehen und deutlicher analysieren müssen. Wir analysieren Terrorismus in der Regel durch die Brille dessen, was wir kennen vom linksradikalen Terrorismus, vom islamistischen Terrorismus, aber wir nehmen den rechtsextremen Terrorismus eigentlich nicht als solchen wahr. Das heißt, wir sagen, eine terroristische Tat oder die Behörden neigen dazu zu sagen, eine terroristische Tat ist dann zu erwarten, wenn wenn ein Tatbekenntnis öffentlich abgegeben wird, weil das Ziel Propaganda der Tat ist. Im rechtsextremen Terrorismus ist das regelmäßig nicht der Fall gewesen. Es gibt wenige Ausnahmen, wo es Tatbekenntnisse gibt, weil der rechtsextreme Terrorismus sich nicht am Motiv der Propaganda der Tat orientiert, sondern ein allgemeines Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerung oder in Teilen der Bevölkerung erzeugen will und erzeugt. Und auch das ist ja aufgegangen im Fall dieser Terrorserie, dass ein bestimmter Bevölkerungsteil, nämlich der betroffene Bevölkerungsteil, massiv verunsichert wurde. Und zwar gerade deswegen, weil das Tatbekenntnis, zumindest das unmittelbare Tatbekenntnis, ausblieb. Hier haben die Sicherheitsbehörden einen Wahrnehmungsfilter, der sie daran hindert, in die richtige oder zu hindern scheint, in die richtige Richtung zu ermitteln. Nach diesen Enthüllungen, was glauben Sie, sollten die Schlussfolgerungen sein? Zum einen für die Sicherheitsbehörden, aber vielleicht zum anderen auch für die Politikwissenschaft, die sich mit diesem Feld der Extremrechten beschäftigt. Also ich bin ja kein Kriminologe und kein Sicherheitsexperte. Ich glaube, das V-Mann-Prinzip ist gründlich zu überdenken und gründlich in Frage zu stellen, dass sich hier der Staat also in dieser Form Szeneangehörige bedient. Da sind eine ganze Reihe Fragen zu stellen, die auch in den nächsten Monaten ja gestellt werden. Die Frage ist, wie sie beantwortet werden. Aber was die Wissenschaft angeht, so sollten wir doch genauer hingucken und unsere Empirie schärfen, weniger Theorie geleitet, weniger deduktiv arbeiten, stärker wirklich uns von dem Phänomen selber leiten lassen, von der Empirie leiten lassen, genauer hingucken. Denn diese Mordankündigungen, die sind ja 10 Jahre vor Beginn der Taten, wurden die ja aufgenommen und wurden immer weiter, immer stärker sozusagen in die Hirne hineingebracht durch ein bestimmtes Musikumfeld, wo es eben genau diese Feindbildzuschreibung auf die Opfergruppe, die es jetzt getroffen hat, oder die ausgewählt wurde, muss man genauer sagen, angekündigt wurde, wo man sehr genau angekündigt hat, was man mit diesen Taten vorhat, dass man eben sozusagen einen heiligen Rassenkrieg führt. Und das hätte man ernst nehmen können, wenn man genau hingeguckt hätte. Das haben wir bedauerlicherweise, hat das auch ein großer Teil der Politikwissenschaft, der Extremismusforschung nicht getan, mit wenigen Ausnahmen. Hajo Funke an der FU beispielsweise, und es gibt ein paar weitere Ausnahmen. Bernd Wagner hat sich entsprechend geäußert, schon in den 90er Jahren, in den späten 90er Jahren. Aber weite Teile haben das doch wirklich immer runtergeredet und sind deswegen in der Zwischenzeit so erschrocken und so ratlos. Wir kriegen ja aus weiten Teilen der politikwissenschaftlichen Rechtsextremismusforschung keine adäquaten Antworten auf die eigenen Wahrnehmungsfilter und die eigenen Ausschlusskriterien, nachdem man jahrelang gepredigt hat, ein solcher Terror sei nicht zu erwarten. Inwieweit sehen Sie hier auch die Frage nach dem Extremismusbegriff als eine relevante Größe an? Es gibt ja nicht den Extremismusbegriff, es gibt Extremismustheorien und gerade die theoriegeleiteten, deduktiv vorgehenden Extremismustheorien sind hier problematisch, weil sie einen Gattungsbegriff des Extremismus konstruieren, einen generischen Extremismusbegriff, in dem es eine rechtsextreme Spielart gibt. Und das hindert oft die Eigendynamik dieses Phänomens, das sich selbst ja gar nicht rechtsextrem nennt, sondern selbst als nationale Opposition oder nationaler Widerstand begreifen und bezeichnen würde, wirklich wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Man guckt eben sozusagen auf die Systemfeindschaft. Wir haben Extremismusforscher, die im Feindbild der NPD, also das ist jetzt beispielsweise aus der Habilitationsschrift von Henrik Steglich entnommen, der das Feindbild der NPD beschreibt, sagt, zentral ist die Systemfeindlichkeit, was ja nicht falsch ist für sich genommen, und dann aber sozusagen den Fremdenhass zur Funktion der Systemfeindlichkeit erklärt. Also die Agitation gegen die Fremden, so die Argumentationsweise, dient sozusagen dem Angriff gegen das System. Und das sind natürlich Wahrnehmungsfilter,
im wissenschaftlichen Extremismusbegriff, die wir mal reflektieren sollten und wo wir uns überlegen sollten, was wir eigentlich ausblenden, wenn wir so argumentieren. Also hin zum Material, hin zur Empirie, genau hingucken, genau analysieren und natürlich auch ernst nehmen, was diese Leute sagen.